Ja, heute am Sonntag, dem 24. Januar, gibt es spannende Einblicke in die Orgel. Es hat schon merkliche Fortschritte gegeben. Hier kann man die ganze schöne Traktur vom Spieltisch sehen. Und nebenan tut sich ein Blick auf, unten zum Blasebalg. Der ist jetzt noch nicht so richtig angeschlossen und drin, aber immerhin schon mal da. Und darüber die Registerstangen. Mit diesen großen Stangen zieht man die Register vom Spieltisch aus. Also ganz schöne Mechanik, die sich dahinter verbirgt. Die neu gereinigten und eingesetzten Pfeifen sind noch in Folie verpackt, damit jetzt mit den noch ausstehenden Arbeiten nichts passiert. Das kommt dann ganz zum Schluss runter. Und man kann schon einen ganz schönen Blick in die Orgel werfen. Da sieht man nochmal die Gestänge von den Registerzügen und im Moment so einiges, was da an Arbeitszeug noch drin ist. Und ein klaffendes Loch noch im Hauptwerk über dem Spieltisch. Ein besonderer, weil seltener Blick geht heute ins Rückpositiv. Hier schon mal die Prospektpfeifen zu sehen, die jetzt vorne im ursprünglichen Kupfer wieder erstrahlen. Davon nachher noch mal ein Blick. Hier auch die Pfeifenstöcke zu sehen, wo hinterher noch die restlichen Pfeifen draufkommen. Und das ist das, was man sonst nie eigentlich zu Gesicht bekommt. Ein Blick in die Windlade mit den Ventilen, die hinterher das aufziehen, damit überhaupt Wind in die Pfeife strömen kann. Normalerweise ist das verschlossen, damit eben kein Wind rauskommen kann. Und zum Schluss noch der Blick auf die Orgel von unten. Hier jetzt das Rückpositiv mit den freigelegten kupferfarbenen Pfeifen, die bislang von einer Folie überzogen waren, die jetzt aber so bröselig wurde, dass sie abblätterte. Und wir haben uns jetzt entschieden, die ursprünglichen kupferfarbenen Pfeifen wieder hervorzuholen, sodass die Orgel jetzt wieder in dem Zustand von vorher war, aus den 60er Jahren. Da war das ein Stilelement. Insgesamt sieht es jetzt so aus, schon deutlich mehr, was die Orgelbauer in dieser Woche jetzt geschafft haben. Und vieles, was man jetzt nicht so sieht, weil es so kleinteilig ist. Demnächst wieder mehr.